Hey Leute, wir machen jetzt mal einen kleinen Feierabend-Vlog und zwar in die Stadt Hurghada und schauen uns da ein paar kleine Spots an. Wird nicht lange dauern, mal so, denke mal so 3 Stunden und dann kommen wir wieder zurück. Bis dann. Fahrt nach Hurghada. So, unsere ersten Steps in Hurghada City Center. Gell? Sabrina. Oh, jetzt wären wir schon fast überfahren geworden, aber die Sabrina hat mir zum Glück gerade das Leben gerettet. Dankeschön. So, jetzt sind wir gerade auf der Hauptstraße. Schlendern ein bisschen vorbei. Da ein paar kleine City-Eindrücke. Ah, Sabrina wird gleich von dem Gewürzverkäufer angegabbert. Ein Sonnenuntergang hier in der City. No thanks. Viel Sehenswertigkeiten werden es nicht werden. Wir wollen einfach ein bisschen durch die Stadt schlendern. Mehr auch nicht. Ein paar Eindrücke. Das war es aber auch für heute schon. Die Street findet kein Ende. Jetzt haben wir die Moschee gefunden, die wir in Hurghada finden wollten. Und dann gehen wir nochmal in eine der bekanntesten Straßen, zwar in die Cherry Street und checken die einfach mal aus. Bis dann. Da vorne sieht man schon die Spitze der Moschee. Und das ist eine Moschee in Hurghada. So, Freundin ist gerade im Geschäft verschwunden. Eigentlich sind wir noch auf der Suche nach einer anderen Moschee. Aber mal schauen, ob wir die finden, weil wir natürlich keine Map geladen haben und so. Aber mal hier. Vielleicht später. Ah, jetzt wird gebetet. Oh, bevor es für uns zurück in die Cherry Street geht, checken wir nochmal die andere Moschee aus. Die wir schon hören von Weitem. Jawohl, da haben wir die große weiße Moschee noch gefunden und das vor Sonnenuntergang. Sehr nice. Jetzt aber ab dafür. Oh, die ist doch ein bisschen weiter weg als gedacht. Ja, nochmal einen schönen Blick in den Hafen. Wobei man hier im Hafen auch wieder merkt, dass es alles ziemlich touristisch ist im Vergleich zum Markt. Ah, da ist ein Fischmarkt. Sieht auch nice aus. So, jetzt verabschieden wir uns wieder. Riecht auf jeden Fall. Und da sind wir bei der großen weißen Moschee. Auf jeden Fall mega beeindruckend. Richtig schön. Oh je, der arme Bro schaut gar nicht glücklich aus. Aber mal. Ah, Sabrina hat ihr neues Lieblingsrestaurant gefunden. Na, Sonne ist jetzt schon länger unten. Jetzt gehen wir schon wieder langsam back. So. Und nochmal bei Nacht. Schöne Moschee. Und jetzt müssen wir noch irgendwie über die Straße kommen. Am besten gleich hier, oder? Okay, das wird sportlich. Ja, okay, einfach über, einfach über. So, und jetzt nochmal ein Walk durch die Cherry Street. Cherry Street, Cherry Street. Ice Cream für die Sabrina. Oh. Na, da haben wir nochmal eine richtig süße Seitengasse gefunden. Okay Leute, das war der Kurzvlog aus Hurghada City und war ziemlich nice. Bin positiv überrascht.
Würdest du denn jeden Morgana empfehlen? Auf jeden Fall. Wenn du dich mal dort in irgendeinem Hotel oder so aufhalten solltest, dann wirf einen Blick in die Stadt. Ihr werdet nicht enttäuscht werden. Puh.